Tag! Oh, endlich Schule! Hey, Roman, wach auf! Es ist endlich Schule! Oh Mann, warum so früh, Mann? Die Schule geht erst in einer Stunde los. Wir haben doch noch Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir müssen uns jetzt frisch machen, fertig machen, Hausaufgaben mitnehmen und noch ein bisschen was essen. Komm. Guten Morgen, Jungs. Habt ihr gut geschlafen? Ja. So, ihr müsst euch für die Schule langsam fertig machen. Ja, ich bin schon fertig. Ja, ich bin auch fertig. Komm, steh auf, Roman. Wir müssen fertig machen. Es geht los. Mach hier dein Zeug weg. Ich stehe auch gleich auf, Mann. Ich bin fertig. Wir können gehen. Okay, Jungs. Hausaufgaben eingepackt? Ja. Bett gemacht? Ja. Dann gehen wir jetzt ab zum Zähneputzen. Okay. Erstmal meine Hausaufgaben einpacken. Und dann erstmal Zähneputzen. Hausaufgaben? Ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Was habe ich eigentlich gestern gemacht? Oh Mann, ich habe nur gezockt. Oh Mann. Das las sein Hausaufgabenheft. Ha! Und er hat sie gemacht! So ein Trottel. Das sind jetzt meine Hausaufgaben. Okay. Und jetzt noch ein bisschen Zähne putzen. Ist okay. Jetzt erstmal fertig machen. Zähne putzen, damit ich schön fresh bin für die Schule. Okay, ein bisschen die Haare schön machen. Aha. Oh ja, das sieht gut aus. Schön. Okay, ein neuer Tag, ein neues Glück. Gut siehst du aus. Bisschen was putzen, bisschen so, Zähne putzen, Kaugummi tut's auch. Das ist doch nass, eine Zahnbürste. Okay, ich hab eine Idee. Ich zeig dem Streber mal, was es bedeutet, ein echter Streber zu sein. Gucken wir mal, wie ihm das schmecken wird. Damit wird er sein blaues Wunder erleben. Na dann, viel Spaß, Bruderherz. Morgen, Mama. Ja, morgen. Ich hab dir schon den Frühstückstisch. Ja, so wie ich es am liebsten hab. Nee, boah, auch nicht. Oh, nee. Ich glaube, ich mache mir heute ein richtig schön gesundes Frühstück. Ich glaube, ich nehme ein bisschen Haferflocken, ein bisschen von den Trauben und eine Riesenbanane. So, das hier ist Müll. Zack. Pass auf, dass du dich nicht schneidest. Nein, da passiert nichts. Zack, zack, zack. Boah, ist das viel. Oh, ich habe aber auch einen Riesenhunger. Haferflocken sind einfach mega gesund. Die enthalten extrem viel Eisen und das ist sehr gesund für mich. Die geben mir einfach die nötige Energie, um in den Tag zu starten. Ich trinke ja keine Milch zu meinem Essen, weil ich bin ja laktoseintolerant. Deshalb nehme ich einfach mein Wasser. Mmh. Boah, das zischt auch so schön. Und mit dem Frühstück schaffe ich es, in der Schule die besten Noten zu schreiben. Ah. Hast du es auch mal zum Frühstück geschafft? Ja, ich bin da. Ah. Morgen. Erstmal einen guten Tag in den Start. Ah. Bananen. Das ist echt nicht meins, Mann. Ah, Mann, du hast meine Chips gebracht, danke. Ja, ich weiß ja, dass du nichts anderes isst. Chips am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Und mein Ü-Ei. Oh ja, Mann. Ein bisschen Schokolade. Und ein Spielzeug. Oh ja, Mann. Das ist genial. Ja, Roman, erzähl mal, wie läuft's bei dir in der Schule? Ich kann mich nicht beschweren. Ja, dann freue ich mich ja auf den Elternsprechtag, wenn du so gute Noten hast. Elternsprechtag? Mhm.
Okay, Jungs. Heute ist ja wieder Schule. Lars, es ist wichtig, dass du dich nicht immer so runterbuttern lässt. Na, ja. Vor allem nicht von deinem Bruder. Ja. Ich hab keine Ahnung, was sie meint. Und du, pass mal richtig auf in der Schule. Ich krieg ständig Anrufe von deiner Lehrerin, weil wir sind richtig dicke. Okay, alles wird gut laufen. 100%. Okay, Jungs, dann ab in die Schule jetzt. Okay. Let's go. Supi. Noch kurz die andere Hose anziehen und los geht's. Noch kurz meine andere Hose anziehen und los geht's. Ich hab meine Hose schon an. Endlich wieder Schule. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Hallo. Hallo Lars, schön, dass du wieder da bist. Setz dich schon mal hin, die Stunde fängt gleich an. Hier, Frau Lehrerin, ich habe Ihnen einen Apfel mitgebracht. Oh, das ist aber lieb von dir. Bitteschön. Ich freue mich. Oh Junge, ich freue mich. So. Okay. Ich freue mich. Sag mal, Lars, wo ist denn dein Bruder eigentlich? Die Stunde hat schon angefangen. Ich weiß nicht. Ich glaube, er war irgendwie unterwegs oder so. Ich habe keine Ahnung. Hi. Hi, Frau Lehrerin. Hi. Setz mich mal hin, gell? Warum bist du denn heute zu spät? Ich habe mich auf dem Weg verlaufen. Ja, weil ich habe das heute nicht so hinbekommen, wissen Sie? Ja, okay. Du bist schon wieder zu spät, Mann. Mann! Hey, ich bin gar nicht zu spät, Mann. Ich bin rechtzeitig. Alles cool. Ja, Lars? Wir hatten Hausaufgaben aufgehabt. Ah, stimmt. Ja, danke, dass du mich erinnerst. Dann holt mal eure Hausaufgaben raus jetzt. Okay. Ich habe meine Hausaufgaben hier richtig schön in mein Hausaufgabenheft reingeschrieben. Oh. Hä? Ich hab's doch eben noch... Okay, hier sind meine Hausaufgaben, Mann. Oh. Hausaufgaben von Lars? Oh yeah! Ja, dann zeig mal deine Hausaufgaben. Hier sind meine Hausaufgaben. Ach. Ja, ich habe sie zu Hause gemacht, so wie immer. Und ich habe sie richtig gut gemacht, oder? Ich muss schon sagen, außergewöhnlich. Ja, ich habe mir einfach Mühe gegeben, wissen Sie. Und Lars? Wo sind deine Hausaufgaben? Ich habe meine dabei gehabt. Ich schwör's, ich hatte die dabei. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Das keine Hausaufgaben, Lars. Ich glaube, das da ist mein Hausaufgabenheft. Nein, Mann, das sind meine Hausaufgaben. Da steht drauf, Hausaufgaben von Roman. Ja gut, Roman, wenn du die Hausaufgaben so toll gemacht hast, dann kannst du bestimmt auch gleich die Aufgabe hier vorne rechnen. Ja, genau. Die Aufgabe vorne rechnen? Ja. Probier es, komm, mach. Mach das. Okay, dann mache ich das jetzt. Ich komme jetzt vor und werde die Aufgabe lösen. Eins plus eins. Ja, das kann ich machen. In Klammer, im Quadrat, in geteilt durch, in der Wurzel von 5. Ich weiß es, die Lösung. Das ist so einfach. Ja, Roman, in den Hausaufgaben hast du es ja auch geschafft. Ja, genau. So habe ich das auch in den Hausaufgaben gemacht. Natürlich. Die Antwort darauf ist, Bitte, ich weiß es. Was ist denn los? Ich muss auf Toilette. Ganz schnell. Das. Ja, ich mach das sofort. Okay. Das ist einfach. Sehr gut. Ja. Das Ergebnis ist richtig. Ja, natürlich ist es richtig. Oh, ja, genau so. So hätte ich es auch gemacht. Gut gemacht, Bro. Okay. Ja, Mann. Sorry, ging nicht anders. Ich hätte es auch so gemacht. Das war einfach. Ja, das ist einfach. Mann, oh Mann. Puh. So, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Unterricht. Und zwar mit Geografie. Ich dachte, wir starten direkt mal mit einem Überraschungstest. Ja. Ich habe mich zum Glück richtig vorbereitet. Ich habe gestern extra kein Fernsehen geguckt und habe 4 Stunden lang ganz, ganz viel gelernt. Und, hast du auch gelernt? Ja, klar. Habe ich auch gelernt. Ich lerne jeden Tag.
Ich will ja nichts sagen, aber du warst die ganze Zeit am Zocken. Ja, weil Zocken auch Lernen ist. Okay, dann wollen wir doch mal sehen. So, ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Das macht die Hälfte von eurer Endnote aus. Also, holt mal eure Blätter raus. Zack. Let's go. Hey. Hey. Hey! Kannst du mir mal ein Blatt geben? Hast du keine eigenen dabei, Mann? Nee, ich hab vergessen. Mann, wir sind Brüder. Fass mich nicht an. Nur ein Blatt. Hier. Ey, kannst du mir noch einen Stift geben, Mann? Nur einen, Mann. Ein Stift, Mann. Du bekommst... Wir sind bereit, wir können loslegen. Okay, sehr gut. Dann starten wir mit der ersten Aufgabe. Okay. Und zwar habe ich ein paar Flaggen für euch vorbereitet und ihr müsst mir sagen, welches Land das ist. Auf euren Zettel schreiben. Ja, okay, ich glaube, ganz einfach. Ja. Ja, ich glaube, das kann stimmen. Okay, seid ihr fertig? Dann das zweite Land. Boah, das ist so einfach. Das ist so leicht. Ja. Das ist ganz leicht. Aua, du spinnst. Oh yeah. So, weiter geht's. Ja, weißt du? Hey, nicht gucken, Mann. Hey! Oh, hey! Frau Lehrerin, der Roman guckt bei mir ab! Roman, das ist deine letzte Verwarnung, sonst gibt's einen Eintrag ins Klassenbuch. Okay. So eine kleine Petze. Okay, jetzt kommen wir zur letzten Frage und das ist die Bonusfrage. Wenn ihr die nicht wisst, dann kriegt ihr wirklich eine sehr schlechte Note, weil wir haben das schon ganz oft durchgenommen. Okay, ich bin bereit. So, und los geht's! Okay, let's go! Fertig. Stifte weg. Ich sammle jetzt eure Tests ein. Okay, dann gehe ich die jetzt erstmal bewerten. Ey, Roman, was denkst du, wie lief dein Test, Mann? Mein Test? Gut. Warum? Ja. Alles richtig? Boah, ich habe alles aufgeschrieben, aber jetzt bin ich mir irgendwie nicht mehr ganz so sicher, ob das alles richtig war, Mann. Ich weiß nicht genau. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich hatte irgendwie voll viel falsch. Ich habe locker die schlechteste Note. Ich habe auf jeden Fall alles richtig, Mann. Weißt okay. du, wenn man so ein Bauchgefühl hat, dass einen eine richtig gute Note erwartet? Das kommt jetzt auf mich zu, Mann. So, ich habe eure Tests fertig kontrolliert. Also ich muss ja sagen, der Schnitt war durchschnittlich. Einer hat eine richtig gute Note. Das bin bestimmt ich, Mann. Und einer hat eine richtig schlechte Note. Oh Mann, ich hoffe nicht ich. Lars. Ja? Du hast es echt mal wieder geschafft. Ja. Eine 1 plus. Ja, ja, die beste Note. Du, da vergebe ich dir sogar, dass du heute deine Hausaufgaben vergessen hast. Oh, super. Was? 1 plus? Jo, was hab ich dann? Oh Mann. 6. Mann, ich hab eine 6. Warum? Falsch, falsch. Und die 2 hast du abgeschrieben. Abgeschrieben? Ich hab gar nicht abgeschrieben. Abgucken lohnt sich einfach nicht. Oh Mann. Das kann so echt nicht weitergehen. Ich glaube, ich werde mal deine Mutter zum Elternsprechtag einladen. Hören Sie zu, das geht nicht. Meine Mutter ist nicht zu Hause. Die hat keine Zeit für so einen Elternsprechtag. Unsere Mama ist zu Hause. Ich finde, das ist eine super Idee. Nein, Mann. Aua. Dann kann ich die ja direkt mal anrufen. Anrufen? Die hat kein Telefon. Ich kann Ihnen die Nummer geben. Oh Mann. Okay, die Stunde ist vorbei. Ihr habt jetzt 15 Minuten Pause. Danach sehen wir uns auf dem Sportplatz. Oh Mann, ich mag keinen Sport. Oh Junge, ich hab so einen Hunger. Ich hab mir auch extra richtig, richtig viel zu essen mitgenommen. Aber natürlich auch eine leckere Banane. Oh Mann, ich hab gar nichts zu essen dabei, oder? Hey Mann, guck mal da. Hey! Du musst mit mir teilen. Nö, ich hab mir das selber mitgebracht. Ich bin dein Bruder. Und du bist ein Idiot. Gib mir das sofort jetzt her. Hey! Banane auch.
Warum? Gib mir das zurück! Du kannst nicht einfach mein Essen klauen! Mama hat gesagt, ich soll mir nicht immer alles gefallen lassen. Roman! Gib mir mein Essen zurück! Gib her! Mach mein Essen! Komm, Lars, gib dir mal ein bisschen Mühe. Auf, zu. Auf, zu. Sehr gut, Roman, sehr gut. Dankeschön, danke. Hier, schau dir mal was von ihm ab. Wir machen weiter. Kniebeugen. Und eins. Runter, Lars. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Sehr gut, Roman, sehr gut. Dankeschön, vielen Dank. Und Liegestütze. Eins, zwei. Und los, 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 los. Hopp, hopp, hopp. Okay, Leute, Stunde ist vorbei. Habt ihr gut gemacht. Vor allem du, Roman. Aber Lars, das war wirklich gar nichts. Du hast eine 6. Was? Eine 6? Oh, Mann. Oh, Lars, Mann, da musst du beim nächsten Mal auf jeden Fall ein bisschen mehr Sport machen. Wenn Mama das erfährt, kriege ich voll Ärger. Keine Sorge, Mann. Ich werde es Mama nicht erzählen. Dankeschön, du bist ein guter Bruder. Und jetzt ab nach Hause mit euch. Komm. Okay. Was für ein toller Tag! Ah, Lars, da bist du ja. Wie war die Schule? Die Schule war supidupi toll. Ah, außer das Sport, toll. Das war nicht so mein Ding. Raus aus den blöden, stickigen Schuhen und rein in den bequemen Pantoffel. Und auf an die Hausaufgaben. Mami, was gibt's denn zum Mittagessen? Ich habe euch schon wieder einen schönen Linseneintopf gekocht. Ja? Oh, mein Lieblingsessen. Ich freue mich. Erzähl mal, was habt ihr so gemacht in der Schule? Oh, wir hatten heute einen Überraschungstest in Geografie. Und wie war denn der Test? Super. Ich habe gestern noch extra noch mal richtig, richtig viel gelernt. Und der Roman? Ich weiß nicht, wo Roman ist. Der müsste eigentlich auch bald kommen. Oh. Er hat schon wieder seinen Schlüssel vergessen. Oh je, ich hatte meinen dabei. Hallo Roman! Hi, 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 was geht? Oh, ich hab meinen Schlüssel vergessen. Komm, setz dich, es gibt gleich Essen. Okay, alles klar. Ich war schon früher da. Klar warst du früher da, du bist ja auch ein Streber. Oh Mann, was gibt's zu essen? Ich hab euch wieder einen Linseneintopf gekauft. Linseneintopf? Nein, lass uns Pizza essen. Pizza ist nicht gesund. Ja, hör mal auf deinen Bruder. Pizza ist total gesund, Mann. Ja, der Lars hat mir erzählt, der hat Hausaufgaben auf. Ja. Hast du auch Hausaufgaben aufbekommen? Nee, ich habe keine Hausaufgaben aufbekommen, weil ich habe nämlich meine Hausaufgaben gemacht. Das stimmt nicht, wir haben sogar richtig viel aufbekommen. Kann vielleicht sein, aber ich hab's dir schon gemacht. Ich hab's mir in mein Hausaufgabenheft aufgeschrieben. Da steht's. Ach ja. Ich mache jetzt das Essen fertig und bis dahin könnt ihr eure Hausaufgaben machen. Ja! Block, das Buch. Hey, sag mal, kannst du mir noch mal ein Blatt leihen? Komm schon, gib mir doch ein Blatt. Was heißt, gib mir doch einfach, warte, gib mir doch einfach nur ein Blatt, bevor du anfängst. Hör auf, lass mich in Ruhe. Mann, gib mir diesen Stift. Ein Blatt, ich hab kein Blatt. Lars, kannst du deinem Bruder bitte ein Blatt geben? Nur ein Blatt, Mann. Können wir das Buch in die Mitte legen, Mann? Bitte, bitte, lass es doch nur einmal in die Mitte legen. Nein. Gib her! Hallo, er will nicht teilen. Hier wird nicht geteilt. Okay. Guck mal, leg das Buch mal so in die Mitte. Das ist die falsche Seite. Siehst du? Oh Mann, ich habe eigentlich gar keinen Bock, Hausaufgaben zu machen.
Warte mal, ich habe da eine Idee. Hey, hör mal zu, Mann. Was? Du machst jetzt meine Hausaufgaben, Mann. Hier. Warum sollte ich die machen? Nein. Naja, also wenn du die Hausaufgaben nicht machen solltest, erzähle ich Mama einfach, was du für eine Sportnote bekommen hast. Was? Ja, genau. Also, du kannst entscheiden. Ich kann es nicht machen. Was kannst du nicht machen, Lars? Nix. Gar nichts. Okay. Danke, Mann. Und sorg dafür, dass ich eine richtig gute Note bekomme, Bro. Mann. So, Jungs. Essen ist fertig. Ja, Linsensuppe. Hier für dich, Roman. Boah, Alter, was ist das? Mmh. Ja, guten Appetit, ne? Und wehe, das wird nicht aufgegessen. Okay, ich schaff das. Oh Mann, was ist das, ey? Das ist so braunes Abwasser. Ich kann das nicht essen, Mann. Makrofat. Das schmeckt so gut und hat so viele gute Proteine. Wasser. Willst du was zu trinken, Mann? Oh ja. Oh Mann, nein! Mann, Lars, was hast du denn da gemacht? Ja, Mann, warum hast du denn hier den ganzen Tisch so dreckig gemacht? Pass mal besser auf, wie du isst, Mann. Was mache ich denn jetzt damit, Mann? Oh Mann, war das lecker! So, ihr zwei, hat's euch geschmeckt? Ich fand's mega lecker. Was? Du hast schon komplett aufgegessen? Ich hatte einen richtigen Hunger. Ich bin jetzt komplett satt. Du hast alles leer gegessen? Komplett. Dann darfst du dir jetzt noch was aus dem Süßigkeitenglas haben. Oh, was? Ich will auch was haben aus dem Süßigkeitenglas. Ja, du, isst erstmal leer, Lars. Ich hab aber auch eine gute Note. Manu. Okay, ich habe jetzt eigentlich fertig gegessen und ich wollte vielleicht noch lernen gehen. Ja, klar, geh ruhig lernen. Okay, alles klar. Guten Appetit euch noch. Boah. Und du, mein Freund, bleibst noch hier, bis du aufgegessen hast. Oh, ich bin aber so voll. Dein Bruder hat's doch auch geschafft. Okay. Harter Tag, Mann. Oh. Mann, du kannst hier doch nicht immer alles so unordentlich lassen, Mann. So. Oh, ey. Oh, Mann, pass mal auf meine Chips auf. Ich will schlafen. Ich freue mich schon ganz doll morgen auf die Schule. Okay, Jungs, jetzt wird geschlafen. Ja? Oh, Mann, Handy weg. Okay, Jungs, nicht vergessen, ich bin morgen nicht da. Ihr müsst alleine in der Schule. Ihr denkt dran. Okay. Ich hab dran gedacht, ich hab meinen Wecker auch schon bestellt. Ja, ich hab meinen Wecker auch schon bestellt. Sehr gut, Jungs. Ich vertraue auf euch. Und Roman, Handy weg. Genau. Nicht, dass du wieder die ganze Nacht zockst. Okay, ich zock nicht. Alles in Ordnung. Gute Nacht, ihr zwei. Gute Nacht. Gute Nacht. Perfekt. Ratet mal dreimal, wer morgen nicht zur Schule geht. Ich. Heute wird den ganzen Abend durchgezockt, Mann. Oh Junge, neuer Tag, neues Glück. Ich freue mich schon mega auf die Schule. Roman, steh auf, du Faulpelz. Die Mama hat gesagt, wir müssen heute alleine aufstehen. Ja, geh schon mal ins Bad und mach schon mal. Und ich komm gleich nach. Aber du stehst wirklich auf. Mhm. Okay. Okay. Ich komm gleich, ich komm gleich. Jetzt wird erstmal richtig gezockt. 6,5 Stunden später. Oh. Roman? Oh. Was machst denn du hier? Oh, hi. Du sollst in der Schule sein. Ja? Deine Lehrerin hat mich angerufen. Du hast eine 6 bekommen. Du hast erstmal Hausarrest für den Rest des Jahres. Und PC-Verbot. Für den Rest des Jahres? Und PC-Verbot? Warum? Oh Mann, wenn ihr Hausarrest genauso blöd findet wie ich, dann gebt doch einen Daumen nach oben auf dieses Video und schreibt gerne einen netten Kommentar.
Ich muss jetzt zur Schule gehen. Seid vielleicht doch ein bisschen mehr wie mein Bruder. Und nicht so wie ich. Wobei, aber auch nicht so viel wie mein Bruder. Okay, ich muss jetzt auf jeden Fall in die Schule gehen, Leute. Bis später. Ciao.